Herzlich willkommen zu dem Vinyl-Podcast in gemeinsamer Runde. Wir wollen uns ja heute mal mit dem Thema der Mythen rund um die Vinylbearbeitung und das generelle Thema Vinyl beschäftigen. Ich wäre jetzt einfach mal so frei und würde die Gesprächsführung hiermit übernehmen. Ich habe euch beiden ja ein Sheet schon zukommen lassen mit einer für mich sinnvollen Staffelung der einzelnen Fragen. Und ich würde jetzt da gar nicht lange um den heißen Brei rumreden wollen, sondern gleich erstmal zum grundsätzlichen Thema kommen. Warum sollten wir Vinyl nicht als Tonträger, sondern als physikalisches Produkt betrachten? Okay, mir war nicht klar, wen du fragst. Aber Fabienne, sag du doch was. Ja, grundsätzlich gehört ein viel größerer Produktionsaufwand dazu, um einfach eine Vinylscheibe an den Markt zu kriegen. Mhm. Genau, also das Hauptproblem ist einfach der größere physikalische Aufwand, der schlichtweg damit verbunden ist. Auch die Investments, die Materialvorbereitungen, die Logistik, die da dran hängt, ist natürlich im Vergleich zu einem Digitalprodukt natürlich noch wesentlich schwergewichtiger. Mhm. Entsprechend ist es besser, natürlich die Vinylscheibe als physikalisches Produkt zu verstehen, die auch großen Beschränkungen unterliegt, großen Einschränkungen grundsätzlicher Natur. Vinyl ist sehr, sehr kompromissbehaftet und hat eine sehr enge Balance, die gerade noch funktioniert. Deswegen ist einfach ein erheblicher Aufwand nötig im Vergleich zu digital. Was meinst du dazu, Helmut? Genau, das ist das, wenn wir da noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Ich würde nicht sagen, es ist kein Tonträger, sondern nur ein physikalisches Produkt, sondern es ist beides gleichzeitig. Nur wenn man das eine vom anderen trennt, also wenn man es nur als Tonträger sieht, dann kommen diese Kompromisse, die man machen muss, von denen Fabienne gerade gesprochen hat, die kommen einem als Verlust vor, als etwas, was leider so ist auf Schallplatte. Es verzerrt leicht, es klingt hinten dumpfer als vorne, es ist möglicherweise in der Stereobreite nicht all das möglich, was man digital kennt. Unter Umständen muss man im Tiefpassbereich was wegnehmen und. Also wenn man das nur von der Tonträgerseite her sieht, dann ist es ein Schademedium, würde ich sagen. Mitnichten ist es der heilige Gral der analogen Tontechnik. Wenn man es allerdings als physikalisches Produkt, als Gegenstand sieht, dann ist es unglaublich, was da an Engineering drin ist und wie wir das alles zu unserem Vorteil nutzen können, sodass es trotz dieser rund 150 Jahre alten Technik, die im Prinzip immer noch die gleiche ist wie beim Grammophon oder bei der Walze, dass wir trotzdem ein unglaubliches Erleben beim Hören haben. Und diese Rille, die wir ja herstellen, das ist wirklich eine physikalische Abbildung der Bewegung, die der Klang erzeugt. Zum einen erstmal beim Schneiden im Schneidestichel, dann beim Abtasten in der Abtastnadel, später dann bei den Lautsprechern bis hin zu den Trommelfell und den Gehörknöchelchen. Also all das ist Bewegung, es ist physikalisch, es ist greifbar und man kann es wirklich auch sehen. Und wenn wir diese unglaubliche Präzision, die wir brauchen, um das herzustellen, wenn wir das wertschätzen und in den Mastering-Prozess mit eindenken, dann kann das Ergebnis noch mehr Spaß machen. Und dann geht es nicht mehr darum, ist es digital besser oder analog besser, sondern dann geht es darum, wie gut ist dieses Produkt, das wir jetzt herstellen können. Okay, und jetzt hast du ja auch gesagt, dass es da auch natürlich physikalische Grenzen gibt, die diesen Herstellungsprozess von Vinyl eben oder der Herstellungsprozess mit sich zieht. Jetzt haben wir ja auch zwei Verfahren. Also es gibt ja den Lackschnitt und das DMM-Verfahren. Da wäre dann meine Frage dazu, warum hat man eigentlich diese zwei Verfahren, die es da jetzt gibt? Und wird jetzt das DMM-Verfahren, also dieses Direct Metal Mastering, tatsächlich noch als Vinyl bezeichnet? Und wo liegen denn da die Unterschiede der physikalischen Einschränkung, wenn man jetzt Vinyl an sich nicht als reinen Tonträger sieht, sondern erstmal obergeordnet als physikalisches Produkt? Also der Klassiker ist Lackschnitt. Der ist seit immer oder seit sehr langer Zeit in Verwendung und ist sozusagen das Normale, wenn man so will.
So rund Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre kam dann der Schnitt auf Metall dazu, also dieser Direct Metal Master Schnitt. Und das ist der größte Unterschied. Es wird nicht mehr auf eine lackbeschichtete Metallplatte in den Lack, in den weichen Lack geschnitten, sondern es wird direkt auf eine Metallplatte geschnitten. Es gab Versuche mit Nickel, Kupfer, soweit in die Materialien müssen wir nicht reingehen, aber es ist ein ganz anderer Vorgang, es ist sehr viel härter. Deshalb braucht es einen anderen Schneidestichel und man kann nicht so tief und nicht so laut schneiden. Der Vorteil bei Metall ist, dass die Rille an und für sich sehr viel genauer ist als bei Lack, weil Metall nicht fließt. Lack fließt und er fließt vor dem Schnitt, während des Schnitts und auch nach dem Schnitt und Metall macht es nicht. Deswegen haben wir hier eine wesentlich feinere Auflösung in den hohen Frequenzen, die ja sehr kleine Auslenkungen sind. Aber wir können nicht zu tief schneiden. Das heißt, die Rille ist erstmal an der Oberfläche eher anfällig für Kratzer, Staub und Nebengeräusche. Und wenn unser Audiomaterial das erfordern würde, dass wir sehr tief schneiden müssten, dann geht es auf Metall nicht. Also wir müssen mehr Kompromisse machen, was die Stereobreite betrifft. Hat das denn jetzt grundsätzlich auch Auswirkungen auf den Bassbereich, weil da ist ja auch ein Mythos so, worum so geht, Bass sollte man am besten unter 40 Hertz schneiden und Signale irgendwie ab 300 Hertz abwärts monofizieren, dass man da hier keinen Stereoanteil hat. Wie verhält sich das denn auf den beiden Herstellungsverfahren und was ist grundsätzlich eigentlich an diesem Mythos dran? Die Problematik bei Metallschnitt ist der Span. Wir nennen das Span. Du kannst dir das vorstellen, da kommt so eine Nadel rein, die geht tief ins Metall und dann schneidet die einen ganz kleinen Streifen Metall raus. So, das ist dann unsere Rille. Und dieser Span ist bei Metall anders als bei Lack spröde. Das ist wirklich ein Metallfaden. Und wenn die Auslenkung des Schneidestichels, egal nach oben oder unten oder auch nach links und rechts, wenn die zu groß wird, also wenn du zu laut schneidest oder wenn du zu viele tiefe Frequenzen hast, dann passiert es sehr leicht, dass dieser Span reißt. Und dann musst du von vorne anfangen. Das ist das Hauptproblem bei Lackschnitt. Um das zu verhindern, geht man im Vorfeld Kompromisse ein und sagt, naja, die meisten Auslenkungen sind halt in den Bässen, also wock, weg damit. Oder man sagt, ja, am tiefsten wird's halt, wenn es sehr stereo ist, also kronk, weg damit. Mhm. Das ist der Grund, wieso viele Produktionen, die auf Metall geschnitten werden, erstmal zwar sehr akkurat in den Höhen klingen, dafür aber auch vergleichsweise dünn und leise. So. Bei Lack hat man die Probleme nicht. Man kann sehr tief schneiden und man kann auch sehr große Auslenkungen schneiden, weil der Span sehr viel flexibler ist und sehr viel dicker. Man kann sehr viel mehr Material aus dem Lack rausschneiden als aus dem Metall. Mhm. Deshalb ermöglicht es ein Lackschnitt, tiefere Frequenzen und mehr Stereo und tiefere Rillen zu schneiden. Also das heißt, grundsätzlich wäre dieser Mythos, ab 300 Hertz zu monifizieren oder alles, was unter 300 Hertz ist und ab 40 Hertz zu beschneiden, ja eigentlich damit Quatsch. Ja, also wenn du das einfach nur so auf die Hertz, auf die Frequenz beziehst, dann ist es wirklich Quatsch, weil es vergisst den Hintergrund. Was du eigentlich damit bezweckst, du bezweckst ja nicht, dass der Bass mono ist und dann ist die Welt gut, sondern du bezweckst, dass die Auslenkung der Rille, und da kommen wir wieder zurück auf das physikalische Produkt, du beeinflusst die Rille. Mhm. Und die beeinflusst du so, dass sie gut geschnitten und auch gut abgetastet werden kann. Und dazu hast du verschiedene Werkzeuge, unter anderem eben einen elliptischen Equalizer, der die Bässe bis zu einer gewissen Frequenz mono macht, ein Monomaker. Mhm. Aber ob der überhaupt hilft, weißt du erst, wenn du dir diese Rille mal vorstellst oder wenn du sie simulierst oder wenn du einen Testcut davon machst. Mhm. Einfach nur zu sagen, 300 Hertz und die Welt ist gut. Nee, ist gar nicht so. Es kann auch was überhalb von 300 Hertz zu so einer weiten Rille führen, dass dir ein Metallspan trotzdem reißt.
Pech. Oder es kann sein, dass dein Material in diesem Frequenzbereich gar keine absolut dramatische Auslenkung auf der Rille erzeugt. Und dann musst du es auch nicht mono machen. Okay, jetzt wäre meine Frage an den Fabienne. Steht jetzt zwar noch nicht so im Sheet, aber die kam mir jetzt gerade auf. Was war denn jetzt in der Entwicklung für die Zuhörer? Werden wir das nachher nochmal genauer thematisieren? Von dem Vinyl-Programm oder Vinyl-Vorschau-Programm Simulate. Was war denn da die Problematik, das programmiertechnisch wirklich effektiv so darzustellen? Und wie ist euch das gelungen, das doch so sehr genau bemessen zu können? Ja, nun, die größte Schwierigkeit ist, grundsätzlich das Thema überhaupt mathematisch zu fassen. Es ist überraschend viel verloren gegangen im Laufe der Jahre. Vinyl ist sehr mäßig dokumentiert nur. Das heißt, wenn du als Entwickler jetzt dir die Sache anschaust und wissen möchtest, okay, wie sind denn die mathematischen Verhältnisse zwischen Sound und Geometrie, wie überträgt sich das denn alles genau? Dann findet man schnell heraus, dass erstens die komplette Vinyl-Dokumentation, Vinyl-Wissenschaft wahnsinnig fragmentiert ist. Es gibt nicht die eine Vinyl-Wissenschaft, Vinyl-Produktionswissenschaft, sondern du hast eine ganze Fülle an verschiedenen Verfahren. Und was du heute siehst, wie eben zum Beispiel jetzt der Lackschnitt oder das DMM-Verfahren, sind eben so die letzten Survivors, die letzten Überlebenden von verschiedensten Experimenten, verschiedensten Ideen, wie eben Material eingesetzt wird, auch Produktionsverfahren. Da kann vielleicht auch der Helmut noch was dazu sagen. Man kann Produktionsverfahren auch komplizierter gestalten. Dafür hat man aber den Vorteil, beispielsweise in großen Massen Kopien erstellen zu können. Wenn man nur vorhat, eine kleine Auflage zu machen und diese nicht nochmal zu produzieren, kann man sehr viel einsparen in der Produktion beispielsweise. Kurze Zwischenfrage, was ist klein vom Aufwand her oder was würdest du jetzt als klein beziffern, bis wie viel Stückzahl? Helmut, Also das ist in den letzten Jahren dramatisch zurückgegangen, was die Auflagen betrifft. Kleinauflagen beginnen wirklich schon bei 100 Stück, 150. 500 ist mittlerweile schon, sagen wir so, respektabel und irgendwas um die, wie es früher üblich war, schon bei der Erstauflage 1500 bis 2000 ist eher schon die Seltenheit. Es gibt natürlich immer bei Re-Releases oder wenn jetzt große Namen dahinter sitzen, dann gibt es auch Ausreißer, wo man auch mal 8.000 bis 10.000 locker machen kann. Aber so in der Regel würde ich sagen, jedenfalls unter 1000. Was mir jetzt da als Frage noch kommt, Helmut, wurde denn nach der ersten Pressung gegebenenfalls noch am Sound optimiert? Oder lief das alles schon über die Testpressung vorher? Wenn jetzt Tonträgermaterial produziert wurde, was auf die Vinyl eben drauf sollte, und man hat die erste Auflage gemacht, hat es dann im Nachhinein nochmal jemand geprüft und sagt, okay, finden wir cool so, machen wir nochmal 10.000 Stück, jetzt nur als Beispiel davon, oder sollten wir nochmal an Sound ran? Kam das vor, war das üblich, dass da dann nochmal gearbeitet wurde, oder wurde es einfach Schema F so durchgezogen? In Bezug auf Bearbeitung des Materials während der Produktion komme ich jetzt nochmal zurück auf dieses physikalische Produkt. Wir Sound Engineers haben so ein bisschen eine Vorstellung, dass Sound entsteht, indem wir tontechnische Geräte, sei es analoge oder digitale, bedienen. Hier ein Equalizer, dort ein Kompressor, was auch immer wir benutzen, und das gilt für uns dann als Soundbearbeitung. Und alles, was danach kommt, blub, hat keinen Namen oder kommt vielleicht aus der Digitalwelt und heißt dann Vervielfältigung. Bei Vinyl ist es nicht so. Also jede einzelne Schallplatte wird von dem Operator an der Presse beeinflusst. Das heißt, im Laufe der Pressung, und auch wenn es jetzt nur 500 sind, justiert der seine Presse, sodass jede einzelne Schallplatte möglichst gut klingt. Und insofern würde ich sagen, ja, natürlich, während der gesamten Produktion findet Einfluss auf den Sound statt. Mit Mitteln, die jetzt uns ein bisschen anachronistisch vorkommen, Temperatur, Druck und Lagerzeit und so weiter. Aber natürlich, also die erste Schallplatte eines 500er Runs
klingt anders als die letzte. Keine klingt gleich. Das ist doch auch mal eine gute Aussage und vor allem auch wichtig zu wissen, wenn man so eine Auflage dann einfach auch mal vorhat, als privater Künstler oder als große Band selber in Auftrag zu geben oder herzustellen. Jetzt stellt sich für mich, aber auch im Laufe, weil wir jetzt ja schon diese Bass-Thematik hatten, im Laufe dieses Bearbeitungsprozesses, gerade auch als Mastering-Ingenieur natürlich immer die Frage, wenn wir durch dieses physikalische Produkt eingeschränkt sind, also im Sinne von, wir müssen aufpassen, dass wir diese physikalischen Grenzen eben zum einen im Herstellungsprozess nicht überschreiten und auch natürlich nachher beim Abspielen auf dem Plattenteller mit dem System nicht überschreiten. Wie ist es dann oder wie verhält sich das dann Ganze mit den Höhen grundsätzlich? Weil wir ja sagen, wir haben zwei Verfahren, das Lackschnitt und das DMM-Verfahren. Jetzt ist im DMM-Verfahren die Höhen wesentlich feiner aufgelöst als im Lackschnitt. Dennoch kursieren ja immer wieder so Gerüchte im Netz, wo es dann heißt, ja, den High-Cut, den sollte man am besten schon bei 17 oder bei 15 Kilohertz machen und die Seitensignale sollten bloß nicht zu laut sein und sollten in einem gewissen Abstand zum Mittensignal jetzt sich verhalten. Was gibt's denn, Helmut, darüber überhaupt so zu sagen? Was gibt's darüber zu sagen? Ein High-Cut, der oder ein Low-Pass, der Frequenzen oberhalb von 17 kHz bedämpft, ist keinesfalls eine schlechte Idee. Es ist ja die Frage, wer das überhaupt hört. Diese Frequenzen sind in der Regel, naja, nur von sehr wenigen zu hören. Also macht es kaum Sinn, auch digital meiner Meinung nach, diese Frequenzen zu transportieren. Da kommen wir in eine ganz andere Diskussion. Du merkst es schon, da geht es um Wahrnehmung, da geht es um, was wollen wir überhaupt, was heißt Hi-Fi, was heißt authentisch, was heißt, wo haben wir überhaupt das Original? Gut, also die Ohren. Wenn wir von den Ohren den nächsten Schritt gehen, Lautsprecher. Welcher Lautsprecher macht denn überhalb von 17 Kilohertz überhaupt noch ein adäquates Bild? Die Range von verfügbaren Speakern wird sehr klein, wenn wir das wirklich genau betrachten. Dann geht's Richtung Kabel und dann und. Und schließlich landen wir irgendwann bei der Nadel. Und hier wird's interessant. Also die Abtastnadel, die ja unten dran hängt am Tonabnehmer, die hat eine gewisse Ausdehnung. Und diese Ausdehnung definiert, wie die Abtastbarkeit von hohen Frequenzen überhaupt möglich ist. Wenn die Nadel, wie zum Beispiel DJ-Systeme, relativ groß ist und der Kontakt mit der Rille relativ, sagen wir mal, in dieser Richtung, in der sich die hohen Frequenzen verbreiten, wenn der relativ satt ist, was dazu führt, dass die Nadel gut in der Rille sitzt, dass man vor- und rückwärts scratchen kann, dass das ganze Ding stabil bleibt, dann leiden die hohen Frequenzen. Diese Nadel kann die gar nicht gut abtasten, zumal die auch noch nach innen hin gequetscht werden. Also die Wellenform wird nach innen hin auch noch mal gequetscht. Die komplexeren Signale werden noch komplexer. Und dann muss man sich auch überlegen, wofür produziere ich diese Schallplatte? Wer hört sich die an? Was haben die vermutlich für ein System? Was sind das für Leute? Wie konsumieren die das? Und dann ist es sehr hilfreich, wenn man sagt, okay, also die haben wahrscheinlich so ein System, das kann diese oder jene Frequenzen gar nicht mehr gut abtasten. Also brauchen wir die nicht auf der Schallplatte drauf haben. Wir müssen nicht unseren Schneideverstärker in die Sättigung oder ins Verzerren bringen. Wir müssen auch unseren Schneidekopf nicht überheizen, weil es nachher sowieso niemand mehr hört. Aber generell zu sagen, das wäre 17 Kilohertz oder 16 Kilohertz oder sogar mal 14 oder 15, das wäre das sozusagen ein bisschen verkürzen. Aber man kann durchaus mitdenken, wofür ist denn das Ding? Okay, also geht's unterm Strich auch wirklich darum, was wird wirklich gefordert nachher von dem fertigen physikalischen Produkt, der Tonmaterial quasi enthält oder das Tonmaterial enthält. Und danach richtet sich eigentlich auch der Entscheidungsweg, wo man da wirklich ansetzt. Jetzt hast du ja auch gerade von Verzerrungen gesprochen. Jetzt
würde mich natürlich sehr interessieren, Fabienne, wie komplex das für euch war, in der Programmierung auch diese Verzerrungen hörbar zu machen und auch wirklich darzustellen, sowohl analytisch dann nachher in der Auswertung im Programm als auch im Delta. Dazu will ich jetzt vorher noch kurz die Frage oder beziehungsweise kurz mal an dich geben, Fabienne, dass du vielleicht mal ganz kurz erklärst, was euer tolles, zauberhaftes Programm denn überhaupt macht. Damit jetzt vielleicht auch mal eine Aufklärung kommt für alle die, die das Programm jetzt noch nicht kennen. Genau, das Programm Simulace ist eine komplette Simulation des Schneideprozesses. Also das Disk Mastering, offiziell genannt. Also es ist nicht die komplette Produktion einer Schallplatte, einer Vinylplatte, wie wir es heute so kennen, sondern es ist tatsächlich der reine Schneideschritt und dann noch der Mastering-Ingenieur beim Schneiden, der nochmal vorhört, nochmal den Lacker abhört und schaut, ob alles in Ordnung ist. Dieser komplette Prozess ist abgebildet, ist simuliert. Mhm. Dazu gehört halt eben das Schneiden in den Lacker rein, mhm, aber auch die Abtastung wieder mit einem Pickup. Du kannst dir das ein bisschen vorstellen wie ein Codec, wie ein MP3-Codec zum Beispiel. Es gibt einen Encoder, es gibt einen Decoder. Und im Fall von Vinyl ist das ähnlich. Also du hast den Encoder, das ist praktisch der Schneideprozess beziehungsweise später die Duplikation. Und du hast als Decoder an deinem Turntable den Pickup, der praktisch die Geometrie wieder in Schall zurückverwandelt. Also Schall in dem Fall Elektrizität beziehungsweise magnetische Kräfte. Aber es wandelt das wieder zurück. Und du hast so eine Art Lossy-Codec, der halt wiederum aber garantiert, okay, dafür passt das auch physikalisch auf eine Schallplatte, wird dann da auch die nächsten 40, 50 Jahre bleiben, ist auch gewissermaßen erprobt. Und man muss sich aber nur klar machen, es ist sehr stark kompromissbehaftet. Einfach genau wegen dieser Physikalität, die einfach Helmut da auch schon erwähnt hatte. Du hast automatisch Grenzen in allen Extrembereichen. Werden die Wellen zu groß, zu breit, steigt der Platzverbrauch oder auch die Rillentiefe, je nachdem, was genau mit dem Sound jetzt passiert. Aber die Sachen werden nun mal viel größer plötzlich. Man kennt das auch aus dem Audio-Editor. Wenn du dir eine Basswelle anschaust im Vergleich zu einer Hochtonwelle, die Größenunterschiede sind gewaltig. Also so eine Basswelle ist schnell mal 100-mal größer als eine Hochtonwelle. Und genau denselben Effekt findest du auch auf einer Schallplatte in der physikalischen Abbildung dann auch wieder. Im Hochton wiederum musst du dir vorstellen, wird die Rille sehr zackig, sehr eng, sehr zackig, sehr fein aufgelöst. Und wenn du beispielsweise das Problem hast, dass dein Pickup, aber auch der Schneidestichel davor, der diese Rille überhaupt erst erzeugt, hat nun mal eine gewisse Größe, hat eine gewisse geometrische Größe. Sie kann ja nicht null sein. Und du hast das Problem, dass sobald eben die Welle kleiner wird als der Schneidestichel oder als der Pickup, der sie abnehmen soll, mappt es nicht mehr. Also es wird einfach, diese Höhen werden ignoriert. Der fließt einfach nur drüber und nimmt die Bewegungen gar nicht mehr wahr. Und das ist genau das, was diese Hochtoneinschränkungen bewirkt, grundsätzlich erstmal. Also das heißt, man kann das quasi vergleichen wie ein Auto, das über so ein ganz kleines Miniloch fährt. Je größer dann dieses Schlagloch wird, umso deutlicher merkt man es auch beim Autofahren, ne? Ganz genau. So muss man sich das vorstellen. Du hast das halt auf Platte mit Bass vor allem, also Basswellen, alles, was eben 100, unter 80 oder 50 Hertz ist, wird halt riesengroß. Also das heißt, das wären die riesen Schlaglöcher quasi, oder? Und das kann ja auch jeder, wie gesagt, visuell im Audio-Editor schön sehen, dass eben diese Wellen nun mal viel, viel, viel größer sind als die kleinen Wellen. Im anderen Extrem wiederum, wenn die Wellen zu klein werden, hast du Probleme mit der Abtastung selbst. Also weil nun mal der Schneidestichel bzw. der Pickup irgendeine Größe haben muss und diese muss unbedingt kleiner sein als die abzutastende Welle bzw. die zu schneidende Welle. Und das ist schon eine große Herausforderung, wie Helmut auch schon meinte. Wir bewegen uns ja zum Teil im Lichtwellenbereich. Da sind so feine Bewegungen da auf Platte abgebildet, dass es schon bereits schwer ist, es mit dem Mikroskop überhaupt zu messen und auszumachen, weil du da schon mit Unschärfe zu tun hast dann. Wo war denn da die Schwierigkeit, eben genau diese kleinen Wellen
Quellen einfach auch programmiertechnisch und darzustellen und vor allem auch hörbar zu machen. Weil jetzt habe ich mir ja euer Programm angesehen und ihr habt da so eine schöne Delta-Funktion. Für alle, die es nicht wissen, Delta ist quasi immer der Unterschied zu dem, was reingekommen ist und was dann nachher rauskommt. Wie war das denn von der Schwierigkeit her, das wirklich auch audiotechnisch hörbar zu machen? Ja, es ist sehr kompliziert und wir sind da auch dann eben ganz pragmatisch vorwärts gegangen und haben gesagt, okay, wir verstehen das nicht, dann bauen wir das wenigstens physikalisch mal nach und lassen praktisch das Auto durch den Canyon fahren und schauen einfach mal, wo das Auto aneckt und lassen das mal selbst rumfahren. Es ist dann im Sinne einer Simulation praktisch, eine physische Simulation. Wir erstellen tatsächlich aus dem Audio eine geometrische Beschreibung der Rille. Also man kann sich das vorstellen wie ein Computerspiel, so ein 3D-Modell wird erzeugt. Mhm. Und der Pickup wird dann wirklich wie ein Wagen praktisch, der bestimmte physikalische Eigenschaften hat. Ne? Er hat ja ein bestimmtes Gewicht, er hat bestimmte Fliehkräfte, er hat bestimmte Kräfte, die in alle möglichen Richtungen drücken. Genau. Und diese wiederum werden dann eben bei der Abtastung, wirken sich dann auf das Audio aus, einschränkend in aller Regel. Und wir versuchen gar nicht erst groß zu verstehen, was das Vinyl da macht, sondern oder was die Abtastung des Vinyls da macht im Detail, sondern stellen das Gesamte einfach nur physikalisch nach und lassen es laufen, also wie ein Modell. Natürlich versuchen wir, unser Modell möglichst nahe an der Realität zu halten. Und du hast halt das Problem natürlich, dass die Realität sehr variantvoll ist. Also du hast da eine unglaubliche Varianz an verschiedenen Pickup-Systemen. Ein guter Teil der Pickup-Systeme, die heute noch an Plattenspielern hängt, ist höchstwahrscheinlich falsch eingestellt, veraltet schon, vielleicht schon spröde, was auch immer. Also du hast da eben diese grundsätzliche Schwierigkeit, du weißt nicht wirklich, was der Endnutzer tatsächlich für ein System hat. Entsprechend muss das Audio auch mit einer großen Toleranzfähigkeit produziert werden. Also wenn man dann das Audio zu sehr an die Grenzen bringt, wirst du automatisch Fehler provozieren, Probleme provozieren. Wenn das Audio aber schön in den Durchschnitt passt, schön durchschnittlich ist, dann ist man bei Vinyl eben ganz gut da aufgehoben. Und das merkt man eben, wenn man eben diese Simulation fährt, man sehr schnell erkennt, gerade auch als digital Native, der eben relativ wenig Hands-on-Erfahrung hat mit analogen Produkten, merkt man sehr schnell, dass die schon sehr, sehr herausfordernd sind. Also es ist sehr schwierig. Es ist unfassbar viel Arbeit schon eingesteckt worden, wissenschaftlicher Natur, praktischer Natur, um überhaupt spezielles Vinyl, auch Tape im weiteren Sinne, überhaupt nutzbar und nützlich zu machen. Man merkt schon, dass eben die Ingenieure damals sehr eng an dem Machbaren entlang geschrammt haben. Und entsprechend ist es auch sehr kompromissbehaftet. Ja, also es ist ja wie im Straßenverkehr auch. Ne? Also ich meine, es gibt ja unterschiedliche Autos, die da fahren. Und wenn man jetzt so mal diese Audiorillen einer Vinylschallplatte mit den Straßen vergleicht, dann muss da ja auch bei einer Planung auch immer berücksichtigt werden, mit welcher Geschwindigkeit, welches Autotyp, ne? Damit es da einfach nicht zu Unfällen passiert. Und im digitalen Übertragen dann halt eben dann auch zu diesen Verzerrungen. Was mich natürlich dann wieder zur Frage bringt und aufwirft, Helmut, gibt es denn ideale Voraussetzungen für die Anlieferung von solchen Audiodateien, Audiomaterialien, von der Beschaffenheit? Also wie sollte die Straße quasi wie sollte das Auto idealerweise sein, damit es nicht aus der Straße rausfliegt beim Fahren, ja? Und wir dann zu den Problemen kommen, ja? Lass uns bei dem Bild bleiben, das ist ganz gut. Was du anlieferst, ist ja nicht das Auto, sondern was du anlieferst, ist in der Tat die Straße. Also das Audiomaterial, das du in den Schneideprozess bringst, ist die Straße. Und wenn du dir jetzt vorstellst, okay,
Im Extremfall, ich will, dass jedes Auto, egal wie schnell, groß, langsam, klein, jedes Motorrad, sogar noch ein Mofa, die sollen diese Straße alle problemlos fahren können. Was bleibt? Eine gerade Linie. Also das wäre sozusagen von allen Abtastsystemen absolut identisch fehlerfrei abzutasten. Aber es ist kein Audio. Eine gerade Linie ist Stille. So, bumm. Jetzt beginnst du, sagen wir, ja, ich will, ein bisschen Musik will ich schon hören. Also diese Straße soll sich schon ein bisschen bewegen, weil nur wenn sie sich bewegt, wird ja dann magnetische Kraft und infolgedessen Strom im Pickup generiert. Also es muss sich bewegen. Na gut, dann machst du mal eine Kurve rein und schaust. Und sag, ja, okay, es kommen alle kommen noch gut mit und dann beginnst du das stärker zu bewegen, weitere Auslenkungen zu machen, die vielleicht sogar schneller aufeinander folgen. Und jetzt hast du schon den ersten, der nicht mehr mit kann. Das ist dieser riesige LKW, dieser große Truck, wie sie in Australien durch die Wüste fahren. Der sagt, nö, hier kann ich nicht mehr. So, wenn du jetzt also für einen Pickup, der so gestaltet ist, eine Schallplatte schneiden willst, damit der keine Probleme hat, dann wird das Material, das du anliefern kannst, entsprechend limitiert sein müssen. Wenn wir diese ganze Kette jetzt zum anderen Ende vorgehen und stellen uns vor, so ein mega schnittiges Motorrad vom Grand Prix, das alle Kurven extrem cool mitnehmen kann, dann kannst du da eine Straße bauen, wo eigentlich 90% der anderen Fahrzeuge sagen, nö, das, also bei mir nicht. Zuerst mal stoße ich hier links und rechts die ganze Zeit an, dann mache ich vielleicht nur einen Unfall und es kann sogar passieren, dass ich in die Nachbarstraße rüber coolere. Also das ist das, was man mitdenken kann und wo es dann auch einfacher wird. Die Menschen wollen natürlich immer einfache Antworten und sagen, wie klingt es denn von Vinyl? Aber wenn man sagt, naja, du hast das hier und das hier und das hier und das hier, dann wird klar, dass der Klang von Vinyl nicht nur abhängig ist von dem, was der Mensch im Schneidestudio macht, sondern sehr, sehr, sehr viel auch davon abhängt, was der Mensch zu Hause macht. Man kann sehr viel mehr auf Platte schneiden, als die Mehrzahl der Pickups problemlos abtasten kann. Und es geht jetzt darum, herauszufinden, was will ich als Auftraggeber meinen Kunden geben. Und wie kommuniziere ich das mit den Menschen, die das dann für mich wieder herstellen sollen? Und in der Regel ist es immer noch so, dass diese schwarze Kunst des Schallplattenschnitts sehr mysteriös ist. Und die Menschen glauben nicht verstehen zu können, was da wirklich passiert. Und wollen aber einfache Rezepte wie Bass Mono, 16 Kilohertz Highcut und erwarten dann aber, dass das Produkt, das rauskommt, ihren Vorstellungen entspricht. Aber das muss nicht sein. Du kannst auch diese, ich nenne die mal Standardregeln, einhalten und trotzdem klingt das auf deinem Pickup bei dir zu Hause nicht so, wie du dir das gewünscht hast. Oder du kannst sie überhaupt nicht einhalten und sagen, lass das alles den Menschen im Schneidestudio entscheiden und dich dann wundern, dass es wahnsinnig gut klingt bei dir zu Hause. Beides ist möglich. Es hängt sehr davon ab, welches Auto du fährst und welche Straße du fährst und wie deine Erwartung an die Reise ist. Mhm. Wenn du sagst, hey, ich bin jemand, der hat nichts dagegen, wenn es mal rumpelt und bumpelt, Hauptsache es ist fett, dann ist es eine andere Erwartung, als wenn du sagst, nee, also ich habe jetzt hier Rückenweh und so und das muss alles total easy und smooth sein, das darf ja auch nicht rumpeln. So, also dieses Miteinander ist wichtig zu verstehen. Ja, also zusammenfassend können wir dann also sagen, wir sollten jetzt, wenn wir es nochmal auf diesen Verkehr übertragen, im bildlichen Sinne, jetzt nicht eine kurvige Berg-Motorradstrecke bauen, wenn wir wissen, dass danach ein Gigaliner drauf fahren soll. Ja, weil da wird es zwangsläufig zu Problemen führen. Genau, also was ja letztendlich auch die Frage ja schon wieder beantwortet hat, dass oder welche Probleme hierbei auftreten können, eben wenn man diese Vorgaben eben nicht einhält. Es kann
zusammenfassend einfach ein Ergebnis rauskommen, womit man selber nicht zufrieden ist oder beziehungsweise ein Ergebnis, welches man selber ja auch nicht abschätzen kann. Und dafür, Fabienne, haben wir ja jetzt die Möglichkeit, seit ganz, ganz langer Zeit anhand des Programmes, des Simulates zu sehen und zu hören, wo denn die Reise hingeht. Also ob wir uns jetzt auf einer kurvigen Bergstrecke befinden oder ob wir jetzt auf einer Autobahn, die immer nur geradeaus geht, befinden und vor allem mit welchem Auto wir da drauf fahren. Also das heißt, welcher Pickup wird da eingesetzt voraussichtlich und können hier das Ganze dann dementsprechend betrachten, oder? Genau. Ist dann eine sehr wichtige Sache dabei zu beachten. Es gibt im Grunde zwei Eingriffe. Das erste ist der Schneidevorgang selbst. Der wird ja in der Regel eben bei Profis in einem praktischen Laboratorium erstellt, unter besonders präzisen Bedingungen und kontrollierten Bedingungen. Die Schneidemaschine selbst ist ja auch sehr potent, sehr fähig. Sie kann dir schöne Ecken in die Platte schneiden und perfekte rechte Winkel und so weiter. Das ist kein Problem. Dieser Teil ist noch relativ clean. Also eben auch noch beim Cutting-Ingenieur ist im Grunde das Material noch sehr clean. Auch wenn es noch auf Platte kommt, ist es noch relativ clean. Der Großteil der Soundverzerrungen entsteht erst beim Playback. Und das ist so gewaltig anders im Vergleich zu digital, zu den digitalen Audioproduktionsweisen. Wo du ja im digitalen Bereich kannst du ja sehr zuverlässig damit rechnen, wie genau dein Sound damit beim Enduser ankommt. Und du weißt genau, okay, es wird mit ziemlicher Sicherheit genau gleich klingen. Vielleicht ein paar kleine Details hier und da, weil der andere Speaker benutzt oder sowas. Aber grundsätzlich kannst du davon ausgehen, der Sound kommt an bei deinem Endkunden oder beim Endnutzer. Bei Vinyl ist das ganz anders. Du kannst ihm zwar eine schöne geschnittene Platte ausliefern, aber wie es wirklich bei ihm klingt, hängt davon ab, was er für ein Pickup-System hat, wie sein Tonarm genau eingestellt ist. Sein gesamtes Setup ist entsprechend sehr empfindlich und greift stark in den Sound ein. Und das ist die größte Schwierigkeit im Grunde bei der Sache. Ein guter Cutting-Ingenieur beschäftigt sich natürlich erstmal mit den technischen Einschränkungen, ne, die er irgendwie fitten muss. Aber er hat auch diese kreative Aufgabe, vorherzusehen, wie sich die Rille tatsächlich beim Endnutzer abgetastet wird und werden kann. Mhm. Ein großer Faktor ist dabei DJ, nicht DJ. Du brauchst halt einfach eine andere Pickup-Form, eine andere Form der Nadel, wenn du einfach möchtest, dass die Platte vorwärts und rückwärts laufen kann. Man kann sich das ja einfach vorstellen, dass man entsprechend rundere Nadeln braucht, damit sie einfach wesentlich glatter vorwärts und rückwärts durch die Platte laufen können. Bei Standard-Playback geht man davon aus, dass der Playback nur in eine Richtung verläuft. Entsprechend können die Nadeln auch stark, also praktisch die halbe Breite geradezu nur benutzen, also halbe Länge. Im Vergleich jetzt zur Rille, die Länge praktisch in der Rille kann kürzer sein. Entsprechend kann auch mehr Hochton abgetastet werden. Das alles ist sehr wichtig. Auch ein Großteil der Bassverzerrungen, also Verzerrungen im Bassbereich oder eben auch in dem Stereobereich, entsteht genau dann bei Abtastung erst. Das heißt, die Rille selbst ist in der Regel von sehr hoher Qualität. Nur die Abtastung selbst ist sehr variantenreich. Also du hast halt zwei Nutzer mit genau derselben Nadel und du wirst allein durch die Produktionstoleranzen der Nadel schon einfach einen unterschiedlichen Sound haben, obwohl beide genau denselben Plattenspieler dieselbe Nadel nutzen. Und das ist ja eher eine Seltenheit, jetzt so ein Match zu finden, sondern du wirst halt einfach zwei völlig unterschiedliche Hersteller finden, zwei völlig unterschiedlich eingestellte Turntables. Und damit zurechtzukommen, das ist die wahre Kunst der Vinylproduktion und auch des Vinylschneidens. Der Schneideingenieur hat dabei gar nicht so viel Eingriffsmöglichkeiten. Alles, was er machen kann, ist, konservativer zu sein, um sicherzustellen, dass es im Playback möglichst kompatibel ist für möglichst viele Systeme. Also können wir ja jetzt quasi aus technischer Sicht sagen, ist es maßgeblich auch davon abhängig, wenn wir jetzt mal den Pickup als Fahrzeug betrachten,
welches dann individuell ja meistens dann hergestellt wird, weil, wie du schon gesagt hast, durch die Produktionsunterschiede, die selbst vom gleichen Pickup-Typ da entstehen können, die sich ja in einem wirklich ganz, ganz kleinen Größenbereich bewegen, ist es davon abhängig, welches Fahrzeug mit welchem Gewicht, mit welcher Extraausstattung quasi der Fahrzeugführer fährt, wie gut die Straße quasi befahrbar ist. Also ähnlich wie bei uns. Also wir müssen ja auch, wenn wir auf einem Fahrrad oder auf einem Motorrad sitzen, ja auch, wenn wir in die Kurve gehen, da also unser Gewicht, was wir ja selber mit auf das Motorrad bringen, ja auch mit einbeziehen. Um dementsprechend... Hey, ne? Wenn ich da vielleicht kurz drauf eingehen darf, ja. Um bei der Analogie zu bleiben, es ist alles so bunt und so schön verständlich, dieser Motorradfahrer, ja, man würde ja davon ausgehen, na gut, warum sind da nicht alle Nadeln wie Motorräder gebaut? Und hier kommt eben auch ein interessanter Punkt ins Spiel, dass natürlich die Hügel, die Straße auch hoch und runter geht. Darin encodieren wir das Stereo, die Stereoinformation. Und da hast du plötzlich das Problem, dass, naja, wenn du da zu schnell über zu scharfe Hügel fährst, fängst du an abzuheben, du fängst an zu springen. Und genau das Gleiche passiert auch auf Vinyl, wenn das abgetastet wird. Wenn die Geschwindigkeit zu groß wird, die Details aber zu fein, fängt die Nadel dann einfach drüber zu springen und irgendwie im großen Sprung einfach drüber zu hüpfen und ignoriert den Großteil des Audios. Und was dabei passiert ist, dass die Wellenform, die Information verzerrt wird. Ganze Teile der Wellenform werden anders dargestellt, als sie eigentlich auf Platte geschnitten wurde, einfach weil die Nadel munter drüber hüpft. Das hat auch sehr viel natürlich mit den Tonarmeinstellungen zu tun, ob die sauber eingestellt ist und so weiter. Aber selbst bei einem optimal eingestellten System wirst du trotzdem diese Probleme haben, dass einfach die Schwerkraft und auch die Velocity, die Beschleunigungskräfte auch einfach ihre Auswirkungen entfalten. Wichtig ist nur zu begreifen, die Haupteinschränkungen werden zwar im Schnitt ausgeführt durch den Schneideingenieur, aber nicht unbedingt, weil es in diesem Moment besonders kritisch wäre, sondern wenn der Cutting-Ingenieur sein Lacker abhört mit seinem Referenzsystem und so weiter, dann wird er einen super guten Sound wahrscheinlich haben. Das Hauptproblem ist wirklich, wie verhält sich diese Rille beim Kunden, wenn er diese Rille hat. Also das heißt, er hat ja diesen Faktor, dass er nicht weiß, welchen Pickup, Phono-Vorverstärker, wie auch immer der Kunde benutzt. Das heißt, er will ein gutes Ergebnis, also der Straßenbauer will ein gutes Ergebnis liefern, damit derjenige auch fahren kann und geht dann dadurch natürlich erstmal ein wenig größere Kompromisse ein oder muss die auch eingehen, um es letztendlich zu gewährleisten, damit keiner von den Motorradfahrern ihn irgendwann verklagt und sagt, ey, du hast die Straße scheiße gebaut, wegen dir habe ich einen Unfall gebaut, so, ja. Und das müssen wir einfach auch nochmal, und das finde ich auch sehr, sehr wichtig zu erwähnen, einfach auch gerade für alle, die das hören und sich mit dem Thema Vinyl beschäftigen, dass es einfach im hohen Maße davon abhängt, eben wie der Pickup eingestellt ist, welcher Pickup da verwendet wird, damit einfach auch die Klarheit da kommt, es ist nicht das Presswerk schuld von Schuld will ich jetzt gerade nicht mehr reden, aber ich sage mal, die Qualität, die man erwartet wird, ist maßgeblich davon abhängig, was man selber zu Hause hat auch. Ja, genau. Jetzt ist halt auch so, wo ich sage, ja, jetzt haben wir diese Straße eben gebaut und klar, es hängt davon ab, mit welchem Fahrzeug ich da fahre, wie gut ich die Straße fahren kann und wie viel ich von der Landschaft vielleicht noch genießen kann, ja, also sprich von der Auflösung. Jetzt ist da, wird sich da meine Frage daraus resultieren, ist es wirklich so, dass die Transienten auf Vinyl tatsächlich schlechter dargestellt werden und der limitierte Sound im Höhenbereich und ich sage jetzt mal, dieses, was man
Vinyl auch immer zuschreibt, dass es analog und warm klingt, ist es jetzt aus rein technischer Sicht tatsächlich an dem Vinylschnitt auszumachen oder ist es wirklich vielleicht das Fahrzeug, was die Probleme macht? Ja, so wie wir es gerade haben. Und eigentlich gar nicht so sehr die Straße, die da gebaut wird. Vielleicht magst du Fabienne erstmal was dazu sagen aus technischer Sicht und Helmut, du dann vielleicht aus der praktischen Sicht als Cutter. Genau, also mir ist von aus meiner Softwareentwicklungssicht, also ich würde das ganz grob abschätzen und wirklich sagen, du hast so 20% des Sounds wird beim Schneiden gemacht, der Kompromisse werden beim Schneiden gemacht und 80% tatsächlich erst beim Playback, beim Endkunden, vielleicht auch im Club, eben da, wie sich die Nadel tatsächlich dann verhält. Und entsprechend kann man sich auch vorstellen, wie viel Sicherheitspuffer man auch eben bei der Produktion noch einbauen muss, um dann auch zufriedenstellende Produkte dann am Ende dastehen zu haben, die auf möglichst vielen Systemen möglichst wohl läuft und abspielbar ist. Das würde ja dann auch tatsächlich erklären, warum dieser Vinyl, Hi-Fi, wo ist der beste Klang, der ideale Klang, preislich so extrem auseinanderdriftet. Also ich meine, du kannst ja für Plattenspieler irgendwie 200 Euro ausgeben, du kannst aber auch 20 oder 30.000 Euro für einen Plattenspieler ausgeben. Ja? So, deswegen driftet auch so in diesen Hi-Fi-Foren, was man so alles liest, was ist der beste Pickup, der beste Plattenspieler, einfach die Meinung wahrscheinlich so sehr auseinander, weil es ja so wie mit dem Autofahren ist, ja, weil nicht jeder fährt ein Mitsubishi oder ein Porsche, ja, weil der eine sagt, der liegt mir besser in der Kurve, der andere sagt, okay, ich mag jetzt eher die Beschleunigung und, ja. Das ist auch keine Esoterik an dieser Stelle, sondern hat tatsächlich auch sehr, sehr starke Auswirkungen auf das Sounderlebnis. Auch wenn wir das messen würden, es würden sehr messbare Unterschiede auftreten. Das Schöne ist, dass wir das heute mit moderner Technologie simulieren können. Eben mit unserer Software kannst du dir genau anschauen, wie übersetzt sich dieser Sound in Geometrie. Und dann kann man schon sehr, sehr gut abschätzen, was ist das für eine Geometrie? Habe ich jetzt enge Kurven? Habe ich nur enge Gassen in meiner Stadt? Oder habe ich auch Platz für große Autobahnen und so weiter? Und diese Sachen lassen sich mathematisch recht gut vorher berechnen. Und man kann dann natürlich spielerisch einen Wagen einfach mal durchjagen und schauen, was passiert. Wo eckt er genau an? Springt er auch mal raus? Oder wie verhält sich das genau? Und entsprechend kann man auch ganz gut abschätzen, virtuell, praktisch kostenlos, wie verhält sich dieser Groove, wie verhält sich diese Rille in der echten Welt? Wie empfindlich verhält sich diese Rille? Und das lässt sich bereits jetzt sehr, sehr gut messen, schon vorhersehen, dank dieser Software. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da Geheimwissen oder irgendetwas da reingesteckt hätten, sondern alles, was wir machen, ist einfach physikalisch den Prozess nachbilden und wir schauen einfach mal, was hinten rauskommt. Im Falle von Pickups beispielsweise nutzt unsere Software verschiedene Pickup-Formen. Also du kannst dir wirklich vorstellen, dieser Wagen, der durch die Rille geschickt wird, kann verschiedene Formen haben. Kann halt ein bisschen runder sein, ein bisschen eckiger sein, feiner sein und so weiter. Und entsprechend ändert sich auch das Klangbild. Also das heißt, wir können sagen, ich habe ja gesehen in der Software, wir haben ja 3 Pickup-Möglichkeiten zum Auswählen. Das heißt, man könnte jetzt grob auf das Bild mal wieder zu vervollständigen sagen, wir haben einmal den Bus, wir haben einmal den Mittelklasse-Wagen und einmal das Rennmotorrad. Ja. Mhm. Genau. Helmut, wie siehst du das denn mit diesen Transienten und mit dem warmen Sound auf der Vinyl? Siehst du das ähnlich? Wenn ich vielleicht noch kurz noch eingreifen darf. Ich wollte eigentlich auf die Transienten hinaus. Ich lasse auch gerne den Helmut ran direkt danach. Was ich nur meinte, diese Sicherheitspuffer, die du einbauen musst, die sind so großzügig im Vinylbereich, also im Vergleich zu Digitalproduktionsmethoden, sind sie sehr, sehr großzügig. Und das wiederum bewirkt automatisch einen wärmeren Sound, weil einfach wesentlich konservativer an
Limiting vor allem rangegangen wird. Auch das EQing ist nicht so scharf wie heutzutage üblich. Man lässt den Sound einfach von vornherein eher mellow, eher warm, eher punchy, statt scharf und zackig und wie sonst heute im Digitalbereich üblich. Und das ist eher diese Wärme, die du da hörst. Das hat jetzt weniger damit zu tun, dass die das Vinyl das erzwingt, sondern wenn du einfach dein Material wohlwollend auf Vinyl herausbringen möchtest, musst du einen eher warmen, satten Sound erzeugen, als diesen scharfen, wahnsinnig dichten, modernen Sound, den wir heute so von Limitern kennen. Das funktioniert einfach nicht. Wenn du probierst, so ein stark verdichtetes Audio auf Vinyl zu bringen, dann fällt es komplett auseinander. Es klingt nicht laut, es verzerrt überall und lässt sich nicht gut abspielen. Und also das ist keine Platte, mit der man jemanden beeindrucken kann. Und das ist komplett konträr zu digitalen Produktionsmethoden, wo dann immer sehr gerne mit dem Limiter bis ans Limit gegangen wird, bis das letzte Bit noch auch herausgequetscht wurde. Das funktioniert im Vinylbereich nicht. Das heißt, und im umgekehrten Schluss, wenn wir jetzt auf dieses Auto-Fahrzeug-Thema wieder zurückkommen, es geht gar nicht darum, das möglichst schnellste Motorrad, das schnellste Fahrzeug überhaupt zu bauen, um da durchzukommen, sondern es geht wirklich darum, sicher da durchzukommen und die Fahrt einfach auf der Strecke zu genießen. Also man sollte Vinyl nicht als Rennstrecke sehen, sondern wirklich als Erlebnis. Genau. Ja, und da würde ich jetzt gleich mal zum Helmut weitergeben. Also um in dem Bild zu bleiben, ich mache das ja jetzt schon einige Zeit und einen Großteil meiner Arbeit mit Vinyl habe ich verbracht mit elektronischer Tanzmusik, Techno House, Dubstep, Drum and Bass, wofür auch Berlin, wo ich arbeite, bekannt ist und die über lange Zeit gingen alle Berliner Produktionen aus diesem Bereich so durch unser Mastering-Studio. Natürlich ist es eine Rennstrecke und auf jeden Fall sind Verzerrungen gewünscht und manchmal sogar in gewissen Genres, wenn es nicht Vinylverzerrungen gibt, dann ist es auch nicht sozusagen ein Smasher Primetime Techno Hit. So, also dieses Arbeiten mit den Defiziten und dieses Arbeiten mit dem Sound von Vinyl ist auch ein ganz spezieller Teil der Arbeit, die im Mastering- und Schneidestudio gemacht wird. Es geht nicht nur darum, auf möglichst vielen Systemen ein möglichst genaues Abbild des digitalen Originals zur Verfügung zu stellen, sondern es geht auch darum, mit dem jeweiligen Genre von Musik und den Erwartungen, die den Kunde, der so eine Platte kauft, an Pegel, an Frequenzgang, an zu erwartenden Noise- und Abtastverzerrungen hat, mit dem umzugehen und dort anzudocken. Jetzt ist es natürlich für viele in der digitalen Welt, in der wir jetzt sind, ein Wiederkennenlernen von Schallplatte. Viele beginnen jetzt erst wieder zu entdecken, was Schallplatte ist. Und denen fehlt dieser ganze Unterbau. Und wir stellen in der Regel, wie Fabienne das vorhin erwähnt hat, den ganzen Sound schon vorher digital her, den wir uns wünschen nachher beim Kunden. Und wir gehen aber mit Schallplatte nicht so um, wie man eigentlich mit Schallplatte umgehen könnte, sollte, müsste, dürfte, dass wir diesen Prozess mit eindenken in unsere Vorbereitung von dem Material. Das heißt, wenn von vornherein schon alles, ich sag mal jetzt krass, an die Wand gefahren ist, dann wird es wirklich schwierig, eine Schallplatte auch noch vinyltechnisch, abtasttechnisch an die Wand zu fahren, weil dann ist sozusagen der Spielraum, den wir haben, sehr, sehr, sehr gering zwischen
kann man noch abtasten und ist schon außerhalb der Spezifikationen von allen Abtastsystemen, ist dann nur noch so ein kleiner Spalt. So. Und was kann man tun, so ganz praktisch, um diesen Bereich zu vergrößern? Das erste hat Fabienne schon angesprochen, das ist, glaube ich, auch das Allerwichtigste. Kein lautes Maximizing und kein Clipping im Master. Das sind die beiden größten Schwierigkeiten für die Abtastung. Es gibt nämlich Rechteckwellen. Und Rechteckwellen kann man gut dafür benutzen, um die Verzerreigenschaften eines Pickups zu messen. Aber man kann die sehr, sehr schwierig nur abtasten, weil die alle Obertöne enthalten, die es nur gibt. Und das macht auf der Schallplatte auch eine sehr spitze Wellenform, der eine runde Abtastnadel nicht folgen kann. Also ja, das heißt, da muss ich jetzt noch mal kurz eingrätschen, weil du ja sagst mit der Lautheit. Das heißt, wir können das jetzt eigentlich so verstehen, dass tatsächlich dieser Limitierungsprozess auf digitaler Ebene eigentlich nur eine Sicherheitsmaßnahme sein soll für leichte Pegelspitzen. Genau. Und der eigentliche Limitierungsprozess und die Erzeugung der harmonischen Obertöne, die vielleicht durch diese Vinylverzerrungen entstehen, tatsächlich erst im Schnitt stattfinden. Oder in der Schnittvorbereitung, aber dann anhand von Testcuts oder auch, wenn du jetzt Simulave benutzt, anhand von digitalen Testcuts und auch nur so viel als Sinn macht. Was für manche neu sein wird, ist der digitale Pegel, mit dem du deine Masterfiles an das Schnittstudio oder ans Presswerk anlieferst, hat absolut keinen Einfluss auf die Lautheit der Schallplatte, wie du sie dann als Testpressung oder fertiges Produkt bekommst. Okay, da müssen wir nochmal einhaken. Digitaler Pegel, meinst du damit DBFS oder meinst du diese typisch verbreitete jetzt auch in Zeiten der Streaming-Zeitalter, die LUFS? Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass wir DBFS als digitalen Pegel definieren. Und du kannst eine mörderlaute Schallplatte schneiden von einem File, das bei minus 20 DBFS peakt, wo kein einziges digitales Signal lauter ist als minus 20 DBFS. Und du kannst eine unheimlich laute Schallplatte davon schneiden. Umgekehrt, wenn du ein Master anlieferst, das durch deinen Loudness Maximizer und durch dein Clipping schon absolut an die Grenze gefahren ist und wo die Dynamic Range nur mehr vielleicht 3 oder 4 dB beträgt und alles ist an diese Grenze gefahren, dann musst du beim Schneiden leiser schneiden, als du schneiden könntest, wenn du diese ganzen digitalen Lautheitsmaßnahmen nicht getroffen hättest. Das ist was wirklich enorm wichtig ist. Die Schallplatten würden alle schon sehr viel besser klingen, wie Fabienne das auch erwähnt hat. Wir hätten dieses luftige Gefühl, wenn wir nicht diese digitale Master-Geschichte anwenden würden und dann erwarten würden, dass die Schallplatte das möglichst genau übertragen soll. Weil das ist genau das, was sie nicht kann. Was sie aber schon sehr wohl sehr gut kann, ist Transienten übertragen. Ja, das kann die sehr gut. Vorausgesetzt, die sind da und die sind nicht geklippt. Mhm. Okay. Also das heißt, wenn wir zur nächsten Frage kommen, die tatsächliche Lautheit des Titels steht da in keinem konkreten Zusammenhang bezüglich der Lautheit, die dann nachher auf der Vinyl rauskommt, sondern eigentlich sollte die Lautheit, wenn ich das jetzt richtig ausdrücke, der digitalen Anlieferung erstmal eine untergeordnete Rolle spielen, weil diese ja nachher in dem Vorbereitungsprozess, also im Schnitt oder ich sage jetzt mal beim Mastering-Ingenieur in dem Vinyl-Mastering eben letztendlich festgelegt wird. Genau. Die Lautheit der einzelnen Stücke untereinander muss schon passen, also du wirst es nochmal extra für Vinyl mastern lassen, aber wenn es nur um den Schnitt geht, also wenn das Mastering schon woanders passiert ist,
dann ist der absolute digitale Spitzenpegel irrelevant. So als, als Hausnummer für Leute, die jetzt praktisch damit arbeiten. Und weil du es erwähnt hast, die LUFS, Musik, die bei minus 0,5 dB FS peakt und ein LUFS-Wert von minus 16 bis minus 18, von mir aus auch minus 20 hat, ist wunderbar geeignet für Vinylschnitt. Wenn du Richtung minus 12 LUFS gehst oder sogar Richtung minus 10 oder minus 9, wie viele digitale Master heutzutage immer noch sind, dann wird es schon schwierig. Ich hatte gerade gestern einen Kunden, der hat mir Material angeliefert, ich schreibe zurück und wollte einen lauten Schnitt und es waren lange Seiten. Deswegen hat das stark in diesen Limiter gefahren, in diese Loudness Maximizer. Ich schreibe zurück, oh, kannst du das ein bisschen zurücknehmen, bitte? Das ist ungünstig. Wir müssen nämlich leiser schneiden, wenn du dieses Material lieferst, als wenn du es überhaupt nicht limiten würdest. Er sagte, okay, mache ich, sehr gut. Und war erleichtert, weil es hat ihm eh schon nicht mehr gefallen. Aber er dachte, er müsste es möglichst laut anliefern, damit die Schallplatte möglichst laut wird. Und das Gegenteil ist oft der Fall. Das heißt, dürfen jetzt eigentlich die Produzenten, also gerade wenn wir jetzt mal im elektronischen oder im Rockbereich sind, im Metalbereich, ja dann überhaupt noch im Mix eine Buskompression fahren und das Drumset ordentlich zusammengluen und die Gitarren irgendwie mit harmonischen Verzerrungen, also ne, mit diesen typischen Gitarren-Amps irgendwie Drive und sowas versehen, oder ist das schon auch wieder schlecht? Also zwischen gut und schlecht würde ich mich ungern setzen, weil da ist es immer heiß auf beiden Seiten. Gerade weil du Metal ansprichst. Es ist ja, in Metal ist es ja ein essentieller Bestandteil, dass die Sachen so gemastert sind, wie sie gemastert sind. Und da wird es schwierig, dem zu sagen, er soll das nicht tun, weil dann ist der ganze Sound ja für den Arsch, sage ich mal auf Deutsch. Also da muss man schon schauen, wie weit braucht das Genre diese Bearbeitung schon auf digitaler Ebene und wie wenig davon ist dann gut, um damit in den Schnitt zu gehen und zusätzliche Abtastverzerrungen noch beim Kunden zu generieren und insgesamt dann den Eindruck zu erwecken, dass es eigentlich noch viel geiler ist, als wenn wir vorher schon den ganzen Sound digital machen und dann mit einem sehr, sehr konservativen Schnittpegel da reingehen müssen. Ja. Okay, was mich natürlich dann auch, weil wir jetzt gerade beim Thema Lautstärke haben und es ja im direkten Zusammenhang auch mit dem Platzverbrauch steht. Inwieweit macht es denn oder spielt es eine Rolle, sich über die Titellänge und die Titelreihenfolge Gedanken zu machen bezüglich auch dem Platzverbrauch und warum spielt das da maßgeblich eine Rolle? Ich meine, wir haben ja jetzt vorher gehört schon auch, dass wir ja auch einen gewissen Platz auf der Vinylplatte eben haben. So, und wenn wir jetzt tiefe bzw. breite Auslenkungen haben, dann ist ja logisch, je breiter die Auslenkungen sind, also die Rillen sind, umso weniger Platz steht uns nachher im Gesamten zur Verfügung. Ja, jetzt, was macht es oder was ist da, macht es wirklich Sinn, die Gesamtspielzeit sich dann nochmal zu überdenken, ob man jetzt wirklich das Ding bis an den Rand vollpacken muss? Und warum empfiehlt sich da wirklich diese Titelreihenfolge nochmal zu überdenken? Es empfiehlt sich hier da auch konservativ vorzugehen bei diesen Fragen. Wir hatten es gerade von der Lautstärke. Da möchte ich nur ergänzen, weil das jetzt direkt dazu überführt, ist die Lautstärke auf Vinyl ist nicht unbedingt die Lautheit, die wir heute so definieren und auch beschreiben, damit LUFS und so weiter. LUFS beschreibt ja eher die Dichte der Wellenform, wie dicht die Wellenform ist. Wenn sie wahnsinnig dicht ist, dann hat sie auch einen sehr kleinen LU-Wert. Und wenn sie wenig dicht ist, dann hat sie auch entsprechend einen tiefen LU-Wert, also minus 20 dB, minus LU oder minus 24 LU und so weiter. Also du hast halt diesen Effekt. Auf Platte gilt nicht unbedingt die Dichte des Materials, sondern grundsätzlich nur das Signal-to-Noise-Ratio. Du möchtest die ganzen Rumpelgeräusche, Störrauschen, dass du einfach auf den
die einfach entstehen in den ganzen Vinylsystemen, die sind relativ laut und du möchtest natürlich, dass dein Signal möglichst weit entfernt ist von diesen Rumpelgeräuschen, die sowieso da sind. Und das ist das Wichtige, was man da verstehen muss. Wenn man die Datei dichter macht, es hilft nicht unbedingt gegen für das Signal-to-Noise-Ratio zu erhöhen, sondern im Grunde tust du damit nur die Transienten entfernen, die du eigentlich gerne dann beim Endkunden noch hören möchtest. Okay. Und deswegen ist es wichtig hierbei, je lauter du etwas schneiden kannst, ja, desto besser klingt grundsätzlich auf Platte. Und das steckt halt im direkten Zusammenhang mit dem Platzverbrauch. Das heißt, wenn du besonders laut schneidest, brauchst du auch besonders viel Platz. Wenn du aber besonders viel Platz benötigst, kannst du gar nicht mehr besonders laut schneiden. Ja, weil du sonst einfach den Platz auf der Platte sonst überschreitest. Und es hängt alles multidimensional im Grunde miteinander zusammen. Das heißt, wenn dein Signal nicht laut genug ist, dann hörst du ganz viel Rauschen. Hast du unter Umständen auch einen schlechten Klang, weil einfach alles im Rauschen untergeht. Und wenn du dann versuchst, 30 Minuten auf eine Scheibe zu pressen, zu platzieren, dann geht das grundsätzlich schon. Nur du wirst dann halt ein Noise haben, ein Noise-Floor, der dermaßen hoch ist, dermaßen laut ist, dass es jeder hören kann. Also du hörst dann die Rumpelgeräusche des Plattenspielers sind dann lauter als das Material, was dann läuft. Und du möchtest halt immer schauen, dass der Signal-to-Noise-Abstand möglichst groß ist. Und hier hast du eben das grundsätzliche Problem, wenn du aber die Wellenform zu dicht machst, dann kannst du das nicht mehr so laut aufdrehen, weil dann wirklich du an die physikalischen Grenzen kommst. Dass einfach die Abtastung nur noch Schwierigkeiten hat und wie Helmut meinte, nur noch Rechteckswellenformen abtasten muss. Und entsprechend, du kannst dir vorstellen, du fährst mit deinem Motorrad durch die sanften, hügeligen Straßen der Schwäbischen Alb oder so und plötzlich hast du mal wirklich eine Rechteckwelle. Ja, du kommst mit 150 da angefahren und hast plötzlich einen Rechteckbuckel. Was passiert? Naja, ein Crash. Ja, das wird kein Mensch irgendwie überstehen können. Der Glücklichste ist noch der es schafft, darüber zu springen. Und so muss man das ein bisschen sehen. Ja. Und wie ist das denn dann eigentlich mit dieser Titelreihenfolge? Warum macht es Sinn, das Ganze eben zu switchen, ja, um da mal so ein bisschen näher drauf einzugehen? Oder halt, ja, Da sind wir noch gar nicht darauf eingegangen. Es gibt das Phänomen des Diameter Loss. Also Diameterverluste, du musst dir das vorstellen, wenn Vinyl ein Band, ein Tape wäre, würde sich die Geschwindigkeit des Bandes ständig verlangsamen. Also so wie es Richtung Ende des Programms, Ende des Albums fortschreitest, wird auch das Playback, die Playback-Geschwindigkeit immer langsamer. Entsprechend sinkt ja auch die Qualität, die Bandbreite. Und das ist inhärent beim Vinyl. Du hast das grundsätzlich, jedes Vinyl hat dieses Problem, dass die Grooves ganz außen wesentlich besser klingen als die Grooves innen. Du kannst so abschätzen, bei einer 12-Inch sind das so etwa die dreifache Geschwindigkeit, die nach innen abnimmt. Also beziehungsweise außen ist dreimal so schnell als die innere Abtastung. Und bei einer 7-Inch ist es etwa das Doppelte. Ja, also du hast so innen etwa die halbe Geschwindigkeit wie außen. Und entsprechend auch die Qualität. Also das überträgt sich direkt auf die Auflösung, auf die Qualität. Und jetzt kannst du natürlich sehen, na gut, mit entsprechender Track-Reihenfolge kannst du natürlich deine Hits erstmal lieber nach außen positionieren. Du sagst, okay, ich möchte, dass die wirklich knallen, immer, wenn die abgespielt werden. Die müssen auf jedem System gut klingen. Und deine Balladen oder B-Seiten lieber an die Innenseiten zu positionieren. Du kannst damit aber auch kreativ arbeiten und es entsteht ein ganz interessantes Phänomen. Es ist auch ein Grund, warum Vinyl sich über die letzten 50, 60 oder 100 Jahre gefühlt so auch durchgesetzt hat, ist, weil Vinyl selbst korrigierend ist in einem gewissen Sinne. Du hast eben bei diesem Diameter-Loss, wenn du in die inneren Diameter kommst, wird der Hochton immer verschwindet immer mehr, also wird immer weniger laut. Ja. Andererseits hast du die Pickups, die mit genau umgekehrter Reaktion antworten und verzerren immer mehr, je schlechter die Abtastung praktisch wird. Und du kannst dir das als Toningenieur sicher auch gut vorstellen.
findet so ein gewisser Ausgleich statt. Also die Höhen, die praktisch verloren gehen, dadurch, dass die Abtastung langsamer wird im inneren Bereich, kommen durch die Verzerrung des Pickups wieder hinzu. Und entsprechend schaffst du es doch, ein sehr homogenes Abspielbild zu erzeugen. Vorausgesetzt, dein Material kann aber auch Verzerrungen tolerieren. Wenn dein Material an der Grenze, schon an die Grenze geschoben ist, dann toleriert das überhaupt keine zusätzlichen Verzerrungen mehr. Wenn dein Material aber noch ein bisschen Freiraum bietet, dann kann genau dieser Effekt positiv ausgenutzt werden. Dass selbst wenn das Pickup-System kaputt ist, es vorteilhaft ist, weil es wahrscheinlich ein helleres Bild erzeugen wird in den inneren Radis. Und dieses Ganze ist multidimensional und du hast entsprechend, es wirkt hier alles zusammen. Also es kann zum Beispiel sein, dass du eine Ballade hast, wo du sagst, okay, die hat ja kaum Transienten, die ist sehr ruhig und die muss jetzt im Club auch nicht wahnsinnig knallen. Die schiebe ich jetzt zum Beispiel lieber in die inneren Bereiche der Schallplatte. Sachen, die knallen müssen, lieber in die äußeren Bereiche. Mhm. Es kann aber auch sein, dass ich vielleicht Stücke habe, die gerade auch ist bei Heavy Metal oder vielleicht auch elektronischer Musik. Manchmal möchte man ja auch diese Verzerrung haben und provozieren. Und in dem Fall suchst du dir halt den passenden Track raus, der besonders gut mit Vinylverzerrung zusammenpasst, ja, und den kannst du dann nach innen schieben. Also das kann sehr kreativ werden. Und die Track-Reihenfolge oder auch die grobe Entscheidungen hinsichtlich dem Platzverbrauch, die sind wesentlich entscheidender als jetzt die EQ-Einstellung beispielsweise. Also du kannst dadurch viel mehr erreichen, viel mehr Qualität auch herausholen. Ja. Helmut, vielleicht magst du. Und da war jetzt meine Frage an den Helmut. Ist es, also du bist ja Cutter, ist es so, dass ich als Kunde einfach mir sagen kann, ach, weißt du was, ich habe jetzt mein Zeug produziert, ich gebe das jetzt mal alles zum Cutter und der regelt das dann schon irgendwie? Oder macht es wirklich Sinn zu sagen, hey, eigentlich sollten wir vielleicht drüber nachdenken, doch einen Profi-Master-Ingenieur zu beauftragen, der genau mit dieser Thema Vinyl-Mastering betraut ist und das ganze Material in die Hand zu geben, als nur sich darauf zu verlassen, dass der Cutter alles regelt am Ende? Ja, meine Empfehlung ist, wenn du die Vinylveröffentlichung planst, wirklich alles aus einer Hand zu lassen. Also Mastering und Schnitt in einer Hand zu haben. Dann hast du die große Chance, dass das Material wirklich sowohl digital als auch dann später auf Vinyl gut verhält. So, dass es also gut transportiert wird. Du wirst weder dann beim Anhören der CD einen totalen Katastrophe erleben, was den Frequenzgang betrifft, noch dann beim Vinyl. Das wird alles gut miteinander korrespondieren, weil du als Mastering-Ingenieur, der auch schon den späteren Schnitt im Ohr, im Auge, im Sinn hat, natürlich alles nicht tun wirst, von dem du sowieso schon weißt, dass das dir nachher im Schnitt massiv Probleme bereiten wird. Manchmal werden im Mastering Entscheidungen getroffen, gerade im Digital-Mastering, das nur das Digitale im Fokus hat, die später beim Schnitt Probleme machen, aber auch gar nicht unbedingt so hätten getroffen werden müssen, wenn man das gewusst hätte. Es ist halt einfach passiert, ne? Und niemand hat sich darum gekümmert. Genau. Und dafür gibt es ja jetzt das Simulate, um letzten Endes auch nicht nur den Cuttern, die jetzt ja oft, was ich aus meiner Erfahrung erlebt habe, nicht die Möglichkeit und die akustischen Voraussetzungen haben, um tatsächlich ein Mastering durchzuführen, auch Mastering-Ingenieuren die Möglichkeit gibst, einen Teil der Schnittvorbereitung eben zu machen und das Mastering letztendlich dann auch dementsprechend so anzufertigen, dass, wenn es zu einem Cutter geht, der jetzt nicht diese Möglichkeit hat, zu mastern, weil die räumlichen und technischen Voraussetzungen vielleicht da nicht gegeben sind, auch ein sehr gutes Vinyl-Mastering quasi entstehen lassen können. Weil das ist ja heutzutage tatsächlich die Mehrheit, dass zwar die großen Presswerke einen eigenen Cutter haben, ja, der das dann macht, der Cutter aber mastering-technisch jetzt so von den technischen und räumlichen Gegebenheiten gar nicht
das hat, was ein Mastering-Studio wirklich ausmacht. Ja, und es muss auch nicht sein. Und ich sehe das auch ein bisschen im Laufe der Jahre, es ändern sich ja auch Dinge. Also ein Mastering-Ingenieur ist auch immer ein Mastering-Ingenieur für eine gewisse Zeit, für einen gewissen Stil, für eine gewisse Art von Musik. Und es ist gut und richtig, dass immer wieder neue, junge, frische Leute nachkommen, die verbunden sind mit einem neuen, jungen, frischen Stil Musik zu produzieren, anzuhören und auch zu vermarkten. Also es ist ganz normal, dass immer wieder Leute ins Mastering reinkommen, die jetzt keine Erfahrung mit Schnitt haben. Ja. Und dafür ist es eben gut, ihnen auch ein Tool zu geben, wo sie die Basics lernen können und auch mal die Zusammenhänge zu Hause, ohne Kosten zu haben, zu erforschen. Also warum ist denn das, dass es leiser sein muss, wenn es länger ist? Und aha, wenn ich also weniger Stereobreite in mein Master baue, dann klingt es über die Pickup-Simulation gleich räumlich, interessanterweise, wegen der Abtastverzerrungen, die ja meistens im Stereofeld dazukommen und nicht so sehr im Mono. Also Stereo verzerrt sehr viel deutlicher und früher als Mono. Mhm. Also man kann vielleicht fürs Vinylmaster ein bisschen das einschränken. Dafür lauter schneiden kriegt Verzerrungen im Seitenband dazu. Die klingen vielleicht sogar noch interessanter. Möglicherweise will man es sogar als Effekt benutzen fürs Mastering. All die Sachen, das ist sehr gut, dass es passiert. Was allerdings ein Problem sein könnte, also damit wir wieder auch auf die praktische Ebene zurückgehen können, sind sogenannte Sibilants, also diese scharfen und längeren S-Laute, von denen Fabienne erzählt hat, dass sie dann hinten zwar nicht mehr abgetastet werden können in dieser Genauigkeit, aber dass Verzerrungen dazukommen. Ja, und hier ist es eben entscheidend, diese Bandbreite, diese Toleranz zu Verzerrungen, von der Fabienne gesprochen hat, die im Hinterkopf zu haben. Vor allem bei S-Lauten, bei scharfen Signalen. Jetzt hatte ich gerade eine Rückfrage wegen Mundharmonika. Ganz innen auf einer langen Seite ein abtastmäßiges Desaster, kann ich euch sagen, weil das so viele Obertöne hat, die so leicht verzerren. Jetzt ist meine Frage an euch, ihr kennt euch besser aus, was würdet ihr sagen im digitalen Bereich, wenn man einen Verzerrer nimmt? Welche Art von Verzerrer würde am ehesten auf S-Laute und scharfe Frequenzen sehr schnell, sehr hart reagieren, sodass man es wirklich hören kann? Was würdet ihr sagen? Ich weiß es nicht. Da bin ich auch gerade überfragt. Also der wirklich reagiert und verzerrt. Ja, also irgendwann findet man, die meisten haben ja ein Riesenarsenal von Gitarrenverstärkern, Bass-Amp-Simulatoren, von Crunchy-Sachen. Irgendwas kann man nehmen, was man in seinem Plugin-Arsenal hat, und schickt das Master mal probeweise da durch und stellt ein, okay, hier ist es, was diese harsche Verzerrung im Hochtonbereich betrifft, für mich gerade noch akzeptabel. So, an irgendeiner Stelle von diesem ganzen Master, das man später zum Schneiden schicken will. Und dann hört man sich das ganze Ding durch diesen Verzerrer an und merkt sehr deutlich, wann der kippt, wann es dann wirklich anfängt zu britzeln und zu... Und die Chancen sind... dass Vinyl in der Abtastung von, sagen wir mal, günstigeren Abtastsystemen ähnlich reagiert. Es wird anders klingen, aber es wird an ähnlichen Stellen ähnlich reagieren. Also das zu benutzen und dann einen De-Esser und einen Hoch-Cut oder Low-Pass-Filter entsprechend einzustellen, um hier Luft zu lassen und sagen, ja, es verzerrt schon ein bisschen, aber damit könnte ich noch leben. Das wäre ein große jetzt Hilfe. Will ich da mal kurz ein kurzes Fazit bezüglich der Frage einfach mal so einleiten. Also das heißt, es macht durchaus Sinn, wenn man jetzt keine Ahnung hat von Mastering oder keinen, dann einen Cutter zu suchen oder einen Cutter zur Hand zu nehmen, der tatsächlich auch das Mastering durchführen kann, also technisch und akustisch.
So. Wenn man aber jetzt in der Lage ist, das Simulate gut zu benutzen, dann kann man mit einem Mastering-Ingenieur seiner Wahl, der das auch benutzt und der darauf geschult ist, wirklich hervorragende Ergebnisse erzielen. Das würde ich jetzt mal so abschließend hier mitnehmen. Was? Grundsätzlich ja. Da, wenn ich kurz nur ergänzen darf. Also ein großer Teil des Bottlenecks ist gar nicht technischer Natur, sondern eher eine gewisse... Von der Wiedergabe. Ja, ist eher eine gewisse Unwissenheit, die einfach besteht. Also wie Helmut auch schon sagte, viele wissen das gar nicht. Das heißt, die probieren rum, stochen im Dunkeln und haben dann so eine Art Aktivismus, die sie dann entwickeln, machen lieber mehr als zu wenig. Meistens overdue. Genau. Overdone, genau. Genau da entstehen die Probleme. Ja. Also da muss ich jetzt einfach ein bisschen mal abkürzen, weil wir haben noch so ein paar Fragen auf unserem Programm, sonst wird es für den Zuhörer ein bisschen zu lang. Was mich natürlich jetzt interessieren würde, Simulate hat die Möglichkeit ja einer digitalen Testpressung auszuspielen. Ja? Inwieweit unterscheidet sich das zu der Testpressung im Presswerk, was man sich ja anfordern kann? Und wie weit ist vielleicht Simulate sogar genauer als diese Testpressung, die man aus dem Presswerk bekommt? Fabian, vielleicht kannst du dazu was kurz sagen. Ja, genau. Also nochmal zum Build Simulates. Simuliert das Disc Mastering. Ja, also da hockt sich jemand hin, schneidet einen Lacker mit deinem Audio und im nächsten Schritt hört es ab mit einem Referenz-Pickup. Dieser Vorgang, also der Lacker, der direkt abgehört wird, das wird simuliert hier. Was wir nicht simulieren, ist die Reproduktionsphase, auch die Lagerungsphase, auch die Logistikphase, in der oft die Platten verbiegen oder oft auch zusätzliche Probleme entstehen. Das machen wir nicht, sondern wirklich nur der reine Schneidevorgang und die Abtastung, die Referenzabtastung beim Disc Mastering. Das wird simuliert. Du hast aber dennoch natürlich, sobald die Platte reproduziert wird, also wirklich gepresst wird, hast du, wie Helmut vorhin auch schon meinte, hast du diese Person, der eben die 500er Auflage eben ständig nachjustiert, damit die Maschine einigermaßen im Rahmen bleibt von ihren Spezifikationen, die Temperatur, was auch immer. Entsprechend hast du da so eine gewisse Schwankungsbreite. Du kannst jetzt nicht damit rechnen, dass das 1:1 übertragen wird, sondern musst mit gewissen Verlusten rechnen. Okay. Und ist diese Simulate, würde es jetzt mal als Testpressung bezeichnen, genauer als die Testpressung, die ich vom Vinyl-Presswerk bekomme, wenn ich sie dann anfordere? Ja, es kommt darauf an, was du praktisch untersuchen möchtest. Aber ja, grundsätzlich ist es so, dass die weit weniger verzerrt ist als die dann tatsächlich gepresste Platte. Da kommen einfach nochmal ein Layer an verschiedenen Verzerrungen hinzu. Da kann Helmut sicher mehr dazu sagen, aber kommen dann auch Lagerfragen ins Spiel, Lager und Logistik. Die dann entscheidend ist auch. Genau, und da wäre ja jetzt dann die Frage, wenn der Helmut gleich dann dazu was sagt, ist es denn, also als Zusatzfrage, ist dann egal, in welches Presswerk ich gehe und ob ich jetzt schwarze oder farbige Vinyls pressen lasse, spielt das irgendwie maßgeblich qualitativ eine Rolle? Es ist nicht egal, in welches Presswerk du gehst, auch genauso wenig ist es egal, zu welchem Friseur du gehst. Also was im Presswerk passiert ist, ist eine hohe Kunst von Genauigkeit in der Materialbehandlung. Bis es dann zu einer fertigen Pressung kommt, ist unheimlich viel Fingerspitzengefühl, Know-how und auch Erfahrung notwendig. Also ich würde niemals sagen, dass es egal ist, in welches Presswerk du gehst. Dass jedes Presswerk mal die eine und mal die andere Platte besser pressen kann als vielleicht ein anderes Presswerk, liegt auch in der Natur der Sache. Man kann jetzt nicht sagen, dieses Presswerk ist immer gut und dieses ist immer schlecht. Es gibt natürlich Kandidaten, die machen mehr Probleme im Laufe der Jahre, wo man offensichtlich merkt, da gibt es vielleicht in der
Qualitätskontrolle vielleicht nicht so viele Leute, die da drin sitzen, oder es hat gerade jemand gewechselt in der Galvanik, also im Metalwork, im Herstellen der Pressmatrizen, und die Person braucht noch ein bisschen Erfahrung. In der Regel, und da würde ich gerne auch noch anschließen an das, was wir vorhin mit dem Mastering hatten, in der Regel ist Kommunikation das, was uns hier in dem ganzen Prozess am meisten weiterbringt. Also wenn der Mastering-Ingenieur mit demjenigen, der das schneidet, sehr gut kommuniziert und auch weiß, wovon er spricht, und sagt, hör mal, hier im Track 3 weiß ich schon, da klingen die Vocals von der Sängerin etwas spitz. Wir haben es schon im Mix so weit DS, als wir das tun konnten, und dann nochmal im Mastering ein bisschen nachbearbeitet und gesoftet. Falls du denkst, es muss noch mehr passieren, bitte mach es. Unsere Kunden hören in der Regel auf sehr, sehr guten Plattenspielern. Das sind Hi-Fi-Freaks. Also bitte bedenke dabei, dass du nicht für den schrottigsten aller schrottigen Pickups produzierst, sondern schon für Leute, wo man voraussetzen kann, die haben ein ordentliches System. Damit kann der Cutting-Ingenieur sehr gut arbeiten, und dann geht es auch weiter, wenn der geschnitten hat. Und hat zum Beispiel eine Platte geschnitten, die sehr, sehr weit ist, wo die Rillen sehr tief gehen und sehr breit. Das weiß der in der Regel, das ist eine mögliche Problemstelle für die weiteren Schritte in der Galvanik und dann in der Pressung sein kann. Dann kann der dazu schreiben, okay, liebes Presswerk XY, hier kriegt ihr jetzt diese Schallplatte, das ist experimental Elektronik, die geht wahnsinnig tief, hat ein riesen breites Stereospektrum. Ich weiß es, ich habe auch tief geschnitten, und bitte gebt extra Vorsicht darauf, dann können die ihre Prozesse anpassen, weil es gibt überall Schrauben, an denen man drehen kann, damit irgendwas besser oder weniger gut wird für gewisse Anwendungen. Mhm. Und Kommunikation ist, ist hier wirklich was fehlt und was mithilfe dieser Simulation aber wieder passieren kann, weil wir uns darauf beziehen können und sagen, hier, ich kann das wirklich sehen am Bildschirm, es wird breit, und die kann das weiterleiten und sagen, ja. Und dann weiß der das auch schon. Weil wenn du nur Audiodaten kriegst in ein Schneidestudio, dann siehst du die Rille nicht. Dann kannst du die nicht messen, sondern du kriegst nur Audiodaten. Und auf einmal, wenn du nicht die Stelle findest, an der du einen Testschnitt machen musst, macht's blub. Und dann gibt's die Testpressung, und dann heißt, ja, hier verzerrt oder hier springt die Nadel. Und dann schaust du dir das an und sagst, na, hätte ich das gewusst, dann hätte ich darauf reagieren können. Und was ist denn jetzt mit den farbigen Vinyls? Farbige Vinyls sind eigentlich mittlerweile ein großer Teil der Produktion. Und schauen natürlich cool aus. Die werden nicht deswegen farbig gemacht, weil Farbe besser klingt. Aber es ist auch nicht zwangsläufig so, dass man sagen kann, farbige Vinyl klingen immer schlechter als schwarze. Also die schwarze Farbe hat in der Regel von früher her Graphit mit dabei, das als Schmiermittel in der Rille dient, also wo die Abtastnadel dann nochmal geschmiert wird. Das ist aber bei modernen PVC-Mischungen nicht immer oder zwangsläufig der Fall, sondern es wird oft auch schwarze Farbe benutzt, die diese Eigenschaft gar nicht hat. So, dass man sagen kann, es hängt davon ab, wie das Presswerk die schwarze Farbe mischt und was sozusagen notwendigerweise an Schmiermittel da drinnen ist und vielleicht auch anders realisiert wird als durch Graphit. Jetzt haben wir uns ja so lange über dieses ganze Herstellungsverfahren unterhalten. Jetzt würde es den Leuten doch auch mit Sicherheit mal interessieren, was kostet denn eigentlich so eine Vinylherstellung? Was muss man denn da so, wenn man sagt, man ist jetzt kleiner Independent-Künstler und will für sich, sagen wir mal, irgendwie eine Auflage machen, 100, 200 Stück, wie auch immer, oder vielleicht auch 500. Wo muss man denn sich dann preislich ansiedeln, ungefähr, um hier so eine Pressung möglich zu machen? Das habe ich dir geschickt, das habe ich jetzt gar nicht mehr wirklich im Kopf. Genau, das wollten wir ja anhand der Rechnung, wollten wir das ja mal durchgehen.
die Rechnung, die wir von dir erhalten haben. Und ich habe da drauf geblickt und selber als Master-Ingenieur habe ich mir sind mir ein paar graue Haare gewachsen, ja, weil ich nichts verstanden habe. Okay. Ja, ich habe eigentlich nichts verstanden. Ich meine, ich sehe hier nur 400, wenn ich jetzt mir diese Rechnung mal ansehe, 400 mal 12 Inch, schwarze Vinyl, Metalwork, Stampers, zweimal Label, CMYK, 4 plus 0. Also ich glaube, da kann nicht nur ich mir nichts drunter vorstellen. Also es geht hier um 400 Stück wohl, 12 Inch, klar, schwarzes Vinyl, also nicht um eine farbige Druck. Metalworks, was ist Metalworks? Metalworks ist auf Deutsch Galvanik. Da wird auf den Lack zuerst Silber gesprüht und dann wird es in ein Bad getaucht, um eine Abformung davon herzustellen. Diese erste Abformung, mit der man dann, weil sie ja negativ ist von der eigentlichen Folie, mit der man dann die Schallplatten pressen kann. Also das ist das Metalwork, weil es ist aus Metall. Okay. Dann steht hier noch 1 plus 0 Jacket KV01. Das sind die Spezifikationen jetzt von diesem speziellen Presswerk, was die für verschiedene Innenhüllen anbieten. Ob die ein Loch haben, ob die schwarz sind oder weiß sind, okay. Ob die innerhalb noch so eine Folie dazu haben oder ob man die ganz weglässt. Dann steht da noch 4 plus 0, glossy, matt, also wie sie laminiert sind, klar, black, inner sleeve. Es ist alles sehr, sehr kompliziert. Ich will es mal abkürzen aus zeittechnischen Gründen auch. Kann man denn jetzt ungefähr sagen, was denn so bei einer 200er oder 400er Auflage, was wir jetzt hier haben, so eine Vinyl unterm Strich kostet? Ja, also diese ganzen Spezifikationen, die du erwähnt hast, die können zu Buche schlagen, wenn du richtig Spezialdinge haben willst. Ähnlich wie bei CD-Produktion auch. Also wenn du ein Spezialcover mit Spezialeffekten haben willst, dann kostet das was. Aber in der Regel kannst du sagen, so eine Schallplatte in der Produktion rund bei einer Auflage von 400 Stück kostet im Presswerk rund 4 bis 4,50 Euro pro Stück. Okay, 4 bis 4 oder 5 Stück. Ich denke, damit kann jeder mal was anfangen. Und das ist was, mit dem man einfach auch ganz gut kalkulieren kann. Ne? Natürlich, wahrscheinlich, je geringer die Auflage, umso höher wahrscheinlich die einzelnen Stückkosten. Ja, gehe ich jetzt mal davon aus. Ne? Weil Metalwork zum Beispiel, das musst du für die gesamte Auflage machen. Und wenn es nur eine ist. Genau. Okay, also dann ist es ja schon mal ein guter Anhaltspunkt, dass man sagt, man rechnet mal mit so 4,50 Euro plus minus ein paar Prozent rauf und runter, je nachdem, wie die Auflagenhöhe letzten Endes so sich zusammenhängt. Abschließend wäre es, glaube ich, für alle doch noch sinnvoll zu wissen, gibt es denn so Empfehlungen für die Vinylherstellungen? Zum einen jetzt für den Low-Budget-Bereich, zum anderen aber auch für die Leute, die sagen, hey, Geld spielt keine Rolle, ich will Qualität, das Bestmöglichste haben. Wo siehst du denn, Helmut, da deine Empfehlungen? Da komme ich später noch drauf. Die Rechnung müssen wir noch fertig machen, weil das ist auch für viele verwirrend. Okay. Was in dieser Rechnung nicht mit dabei ist, ist das, wovon wir die ganze Zeit gesprochen haben, das Vinylmaße, sprich der Cut. Diese Rechnung geht davon aus, dass das Presswerk eine fertige Masterfolie pro Seite angeliefert bekommt. Das heißt, es kommt, weil du sagst Vinylmaster beziehungsweise Cut, das sind aber ja grundsätzlich ja auch nochmal zwei Prozesse. Weil wenn wir sagen, wir haben den Cutter, der den Schnitt letztendlich macht und ein Mastering-Studio, was das vorbereitet für den Schnitt quasi, dann haben wir ja hier zwei Positionen, die dann noch anfallen. Genau, und dahinter kommt dann das Presswerk noch. Genau, und wo kann man denn beim Cut ungefähr rechnen? Wenn das Mastering, die Vorbereitung, alles steht, man hat sich jetzt Simulator runtergezogen,
eingezogen als Master-Ingenieur, hat das Ding jetzt irgendwie vorbereitet, schickt das Ganze wieder zum Kunden, der geht damit zum Cutter. Was kostet ein Cutter für so eine Vinyl? Genau, das ist die gute Frage. Also das Mastering ist getan, dann braucht es die Vorbereitung für Vinyl. Da nehmen die unterschiedlichen Cutting-Studios unterschiedlich viel Geld. Manche rechnen es ein, andere weisen es extra aus. Da würde ich so rechnen zwischen 75 und vielleicht 100 Euro pro Seite für die Vorbereitung, inklusive Testschnitten und Verifikation des angelieferten Masters. So pro Seite, also 75 Euro ungefähr. Und dann in der Regel wird der Schnittpreis nach Spielzeit berechnet, weil es ist ein Echtzeitprozess. Also wenn du eine 6-Minuten-Seite hast, dann braucht es halt 6 Minuten. Wenn die aber 26 Minuten lange ist, dann braucht es auch 26 Minuten pro Seite. Und da die alle in Studiozeit rechnen, ist also eine längere Seite teurer als eine kürzere Seite. Und man kann ungefähr rechnen, dass es so bei 90 Euro losgeht für eine 6 Minuten oder unter 6 Minuten, in der Regel 7 Inch dann, also das wären so 90 Euro. Und dann geht es hoch bis ungefähr roughly 24 Minuten, da wären wir dann ungefähr je nach Schneidestudio bei 150 bis 180 Euro pro Seite dabei. Und was dann länger ist, also 28 Minuten oder 26 Minuten, das braucht dann unverhältnismäßig viel mehr Vorbereitung, weil es sehr viel schwieriger ist, diese letzten 10% da noch unterzubringen. Da müsste man dann individuell anfragen. Aber das sind so eine grobe Hausnummer, würde ich sagen, so ungefähr 350 Euro für die Herstellung des Master-Lackers. Kann man so 350, 450, da ist man ungefähr in der Spanne. Ja, wolltest du jetzt dann noch fertig erklären, die restliche Rechnung? Oder, da beziehst du dich jetzt auf, Geld spielt keine Rolle, wir wollen das Beste vom Besten oder wir wollen Das wären ja die Empfehlungen. So. Mhm. Na? Also es gibt viele Gründe für eine 180 Gramm Pressung. Die wird in der Regel als audiophil bezeichnet. Und keiner dieser Gründe hat was damit zu tun, dass sie besser klingen würde. Das muss man auch mal wissen. Aber die fühlt sich besser an, die ist wertiger. Und man kann davon ausgehen, dass Leute, die in eine teurere Pressung investieren, auch schon in die Schritte vorher mehr Sorgfalt investiert haben. Und dass es ihnen insgesamt wichtig ist, dass das Vinyl nicht nur gut ausschaut, sondern hoffentlich auch gut klingt. Insofern ist es eine Botschaft an den Kunden, wenn ich eine 180 Gramm Schallplatte rausbringe, dann habe ich ein wertiges Produkt. Das ist dann ein bisschen teurer, gar nicht so sehr viel teurer, wie man sieht. Also 4,10 Euro im Vergleich zu 4 Euro bei einer 140 Gramm Pressung. Aber es kann ein entscheidender Punkt sein für die Vermarktung. Aber und eben auch, und da sind wir wieder bei diesem physikalischen Produkt, du musst es auch mit der Post verschicken. Und es wird teurer, weil es wird schwerer. So. Richtig. Also die Sachen, es ist wirklich ein Vinyl, es hängt alles mit allem zusammen, bis hin zum letzten Briefmarke, die du auf das Paket raufkleben darfst. Eine 140 Gramm oder 160 Gramm Pressung klingt genauso gut. Die ist standardisiert als so dick ist ja dann die Schallplatte, je schwerer, desto dicker. Also die Höhe der Schallplatte ist dann auch genormt und ist sehr genau beschrieben. Und das ist das, was in der Regel die Schallplattenspieler erwarten. Da geht es um den Winkel des Tonarms und wie die Nadel in die Rille eintaucht. Also vom Sound her ist eine 140er, 160er auf jeden Fall gleich gut, mindestens wie die 180er. Es gibt, glaube ich, noch einige wenige Presswerke, die sogar eine 120er Pressung anbieten. Das gab es eigentlich früher häufiger, jetzt so weniger. Das ist so ein Wok, 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 Wok. Ihr kennt es vielleicht, so ein ganz lappriges Gefühl. Da würde ich sagen,
eher schwierig, dass die dann auch gut klingt. So, weil die Presse muss anders arbeiten, das stimmen die Winkel dann wieder bei der Abtastung nicht. Also 140, 180, 160 sind so die Sachen. Und da kann man nicht sagen, dass alle Presswerke, die sehr teuer sind, auch zwangsläufig sehr gut sein müssen. Und man kann auch nicht sagen, dass alle, die sehr günstig sind, unbedingt sehr schlecht arbeiten müssen. Da ist es gut, so ein bisschen, ja, am besten eine Verbindung mit den Leuten herzustellen und über einige Produktionen mit denen in Kontakt zu bleiben und zu schauen, dass alle sich gut miteinander verstehen. Ja. Man muss sich klar machen, also nichts ist teurer als schlechte Kommunikation in dem Bereich. Gerade diese ganzen kleinen Punkte, die es Helmut auch aufgelistet hat, sind halt alle plötzlich, können halt schnell in eine Katastrophe, in einen Totalverlust enden, wenn man ganz zum Schluss in den letzten Prozessen erst dann Fehler bemerkt. Oder plötzlich dann feststellt, ganz spät in der Produktion, du, dieses Material ist eigentlich überhaupt nicht für Vinyl geeignet gewesen. Da ist ein Limiter mit minus 12 dB drauf gewesen. Es lohnt sich gar nicht, diesen ganzen Aufwand, so viel Geld darauf zu werfen. Das wird nicht besser werden. Und dabei ist es wirklich wichtig, diese Kommunikation von vornherein aufrechtzuerhalten. Da hilft speziell dann auch unsere Software schon bereits in der Musikproduktion, schon beim Komponieren geradezu, kann man schon sich ein Feedback reinholen. Okay, wie würde sich das jetzt bei einem Cutting-Ingenieur verhalten? Wie würde sich mein Song bei ihm jetzt verhalten? Auch wenn man noch gar nicht vorhat, irgendetwas zu produzieren, noch nichts geplant hat, man kann da schon mal die gröbsten Fehler, den gröbsten Fehlern schon mal aus dem Weg gehen. Und auf diese Art kannst du halt sehr viel Geld sparen. Du kannst, also es ist sehr leicht, die Sache teurer zu machen. Und aber mit etwas Sorgfalt kann man auch sehr viel Geld sparen. Wenn beispielsweise eine Sache ist, eben die Länge nicht zu überschreiten. Also da eher konservativ zu sein und lieber nur zwei Tracks statt ein ganzes Album auf Vinyl zu hauen. Also musst du plötzlich ein Double Gatefold machen, explodieren die Kosten. Und all diese Geschichten. Was ist Double Gatefold? Oh, das sind diese aufklappbaren Cover, diese Klappcover. Ja. Zwei Vinyl drin. Ist eigentlich klassisches Format für Alben. Also wenn du eben ein CD-Album 1:1 auf Vinyl übertragen möchtest, dann brauchst du ein Double Gatefold. Es passt sonst eigentlich nicht drauf. Auf einer einzigen 12-Inch wird es sehr herausfordernd. Da ist auch das Problem, will man da plötzlich Geld sparen und sagt, na gut, mir ist es egal, der Sound ist mir nicht so wichtig, ich möchte nur ein Vinyl haben, ich packe mein ganzes Album auf eine 12-Inch, dann sind auch die Risiken wesentlich größer hinten raus. Also da kann es wirklich sein, dass nach der Pressung plötzlich auffällt, oh, die Platte hüpft. 400 Platten müssen in den Müll und müssen gegebenenfalls neu produziert werden, weil ich sie übertrieben habe, weil ich zu sehr, meine Platte zu laut und zu lang war und nicht mehr aufgepasst hat. Das ist außerhalb der Macht des Kunden. Der Kunde kann da nicht mehr viel machen, sondern das ist dann der Cutting-Ingenieur, der diese Entscheidungen trifft. Aber wenn man ihm das Leben zu schwer macht, dann kann es da halt auch zu katastrophalen Problemen kommen. Und um das zu vermeiden, ist wahrscheinlich der wichtigste Hinweis, Länge möglichst gering halten. Es gibt einen Grund, warum diese Hits damals immer alle 3:15, 3:30 hatten. Und das hängt genau damit zusammen, mit diesem gesamten Prozess, dass je weniger Länge du hast grundsätzlich, desto einfacher ist es, das auch physikalisch auf ein analoges Medium dann zu reproduzieren. Okay. Und das muss man halt immer im Kopf dabei haben. Also es ist sehr einfach. Du kannst für eine Produktion 5.000 Euro ausgeben und nicht viel besseren Sound haben als eine für 500 Euro. Ja, aber jetzt, wenn wir jetzt da sagen, wir haben Budget gespart jetzt, dadurch, dass wir die ganzen Vorbereitungsprozesse alle beachtet haben und darum gekümmert haben, dass die Produktion sauber läuft, dass der Mix sauber läuft, vinylkonform, dass das Master nachher gut ist, dass der Kontakt vom Mastering-Studio zum Cutter besteht, eine gute Kommunikation da ist. Was kann man vielleicht bei der Auswahl des Vinyls noch jetzt mit an die Hand geben, wenn man wirklich sagt, hey,
hey, man hat jetzt einfach kein limitiertes Budget, man möchte wirklich High-End. Gibt es da jetzt speziell ein Format, Größe, wie auch immer, was, wo man sagen kann, okay, das würde jetzt nochmal einen deutlich höheren Mehrpreis irgendwo rechtfertigen? Kann man da jemand sagen, hey, du bist HiFi-Liebhaber, du willst dir jetzt da 100 Stück irgendwie für dich und deine engsten Freunde pressen lassen, damit einfach der Sound geilstmöglichst ist. Wir haben aber alles produktionstechnisch vorher, was mit der Musik passiert, schon alles gemacht. Wir waren vielleicht bei den Peak Studios, haben uns diese Vinylberatung geschnappt und uns zur Titellänge, Songreihenfolge, Vinylmastering, Simulation, haben wir alles abgesegnet, klingt alles geil. Aber was können wir jetzt noch tun, dass das Ergebnis einfach noch mehr das unterstreicht, was wir vorher schon an Mühe da rein investiert haben? Ja, also anlehnend an die 160, 180 Gramm und noch ganz zurück auf das, was wir ganz am Anfang hatten, es ist ein physikalisches Produkt und es gibt in der Vinylherstellung, in der Pressung natürlich auch eine Königsdisziplin, die 10-Inch. Also das wäre so ein Ding, wo du sagst, okay, also wenn ich wirklich zum Ausdruck bringen will, dass es mir wirklich am Herzen liegt, dann mache ich nicht zwei Seiten 12-Inch, sondern ich mache vier Seiten 10-Inch. Und dann schneide ich das nicht nur auf 33, sondern ich schneide das dann auf 45. Dann sind es nur zwei Stücke pro Seite, ich muss wechseln, ich habe dieses fantastische Format. Soundtechnisch ist die 10-Inch der 12-Inch natürlich nicht überlegen, aber die hat eine ganz andere Wirkung an die Kunden. Aber das Prinzip kannst du auch umdenken auf die 12-Inch. Also wenn du statt einer 18, 19, 20 Minuten Seite zwei 10 Minuten Seiten draus machst und die auf 45 schneidest, dann hast du natürlich zum einen den Vorteil, dass du gar nicht so weit nach innen schneiden musst, als es kritisch wäre mit den gequetschten Wellenformen und den Abtastverzerrungen. Und du hast den Vorteil, dass du von vornherein auf 45 schneiden kannst, so dass es nochmal viel auseinandergezogenere Wellen sind und diese Fahrzeuge, die ja unser Pickup sind, da sehr viel leichter durchkommen. Also 45 schneiden, kürzere Seitenlängen machen, aus einer zweimal übervollen LP auf 33, eine viermal luftige LP auf 45. Wunderbar. Das waren doch super abschließende Worte. Dann würde ich jetzt sagen, ich danke euch beiden ganz herzlich für die Zeit und für doch das sehr, sehr große Fachwissen und dass wir da einfach jetzt mal Licht in das Dunkle bringen konnten von sehr vielen interessierten Vinyl-Liebhabern. Und würde mich jetzt da in diesem Sinne von euch beiden erstmal hier aus dem Podcast verabschieden und sage ganz herzlichen Dank. Danke dir und alles Gute für die Arbeit mit Vinyl und viel Spaß dabei vor allem auch. Ich danke sehr für die Einladung.